So, wollen wir jetzt aber was anderes machen. Vielleicht nicht eine Hauptmission, aber zumindest etwas, was nicht, naja, ne? Das ist, was wir die ganze Zeit schon machen. Sagen wir mal beispielsweise, ja, Geld sammeln können wir natürlich machen. Tüte Geld, Tüte Geld. Auf jeden Fall etwas, das aktiv, das ein bisschen besser ist als, ne, die ganze Zeit Kleidung kaufen. Oh, sollen wir uns da oben hinbewegen irgendwie? Komm, das möchte ich mal kurz abchecken mit der Drohne. Ich meine, wenn man es kann. Okay, hier ist auf jeden Fall so ein Forklift. Hier oben sollen wir hin. Ich glaube, das ist... Dann kann man da... Genau, man kann da das Ding benutzen. Ja, ganz ehrlich, ist schon ganz schön klar. Ups, nein, 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 ich wollte mich eigentlich gar nicht bewegen. Wir müssen eigentlich nur hoch. Eigentlich, eigentlich. Ich hoffe, das funktioniert so. Mal schauen. Ja. In diesem Spiel, die Welt zu erkunden, ist schon ganz gut. Runter. Ich hatte mir aber noch was, ne? Wir hatten ja zwei Tüten mit Geld. Gegen Geld habe ich nichts einzuwenden. Muss ich mal schamvoll zugestehen. Oh shit. Alter Flach. Okay, vielleicht. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Power. Interessant. Gut. Ach, das liegt ja einfach so rum, das Geld. Ich wette, da wird nicht viel drin sein, weil die Tüten mit viel, wo viel, die Tüten, wo viel Geld drin ist, die sind meistens etwas besser, naja, versteckt. 4000, naja. Naja. Meine ich ja, ne? So, what the fuck macht... Where was that? Ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin. Ich war kurz irritiert, warum die da so schnell in eine Richtung rennen, als ob die da irgendwie ein genaues Ziel vor Augen haben und so. Ich hoffe einfach mal, dass ich hier unentdeckt bleibe. Fürs Erste. Jawohl, 19.000. Fuck. Fuck, was habe ich jetzt gemacht? Ich wollte die Waffe gar nicht aufsammeln. Oh oh. Oh oh. Wie bin ich jetzt in diese Lage gekommen? Ich finde das Waffenrad hier zu Beginn ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Squad, we have alerts of a hostile in your area. Okay, was habe ich da gerade gemacht? Ach lol, die schießen auf den Typen da. Und die killen den nicht. Die killen den. Okay, die, ich glaube, die sind nicht auf mich fixiert. Die wissen nicht, dass ich hier im Kampf involviert bin. Oh Gott. Das heißt, weg hier. Oh shit. Warte, ich weiß nicht, was hier passiert ist.
Oh Gott, ey. Wir werden erstmal eine andere Lackierung auswählen. Und danach werden wir ein neues Auto rufen. So. Ah, das sieht auch bei dem nicht so gut aus, weil hier dieses Ding hier in der Mitte ist aus matt und dann noch daneben die zwei Streifen. Ah, das sieht einfach nicht so gut aus bei dem Wagen. Aber naja, was soll man machen, ne? Wollen wir nicht zu... Ja, wir fahren einmal hier hin und holen uns die Infos. Ja, ohne Scheiß, der Wagen ist aber echt ganz schön schnell, ne? Ich meine, ist zwar älter, aber schnell. Man soll sich ja nicht über Alter immer so, naja, ne? Ich will jetzt nicht sagen beschweren oder lustig machen, aber, ne? Ageism und so ein Shit. Hey Retro, what's up? Just killing time, you? I was hoping to catch my cousin here, but he didn't show. I think we might have something for DedSec. Oh yeah? I'm listening. He buys his weed from the Auntie Shoes. Has for years. So he's gotten close to a couple of them. He heard them talking about a deal with the Bratvas to move product. Yeah, I don't think DedSec's got a horse in that race. He doesn't think it's drugs this time. They're moving people. Okay, that changes things. Where can I dig into this? I'll send you a location where the Shoes hang out. Somebody there will know more. What? Ich sagen wollte, dass man solche Leute unterschätzen. Shoes and Bratva. Why do you want to anger two different? Also was ich wirklich sagen wollte, ist, man sollte nie ältere Dinge unterschätzen. Because everybody loves a vigilante. Actually, public opinion is pretty mixed on them. Not for DedSec's target audience. We keep making trouble for the indisputable bad guys. We gain followers. It's easy math. Your math is sound there. I'm gonna pay the Shoes a visit and see what I can find out. Da. Wir wollen da hoch, ha? Huh? Ich will auch nochmal in die Ferne gucken, weil das ist einfach... Wie geile Aussicht man hier im Spiel hat und so. Also es ist einfach mal der Stadt geschuldet. San Francisco. Weil hier ist einfach mega viel geiler Shit. Was haben wir denn hier? So, ja, da hinten ist er. Ja, komm, wir fahren mal da hin. Weil man vielleicht erstmal gucken sollte, wie man da hochkommt. Also wir wollen ja irgendwie hier... Moment, wo wollen wir hin? Auf diese Höhe hier, genau, auf das Ding. Wollen wir zugreifen. Vielleicht kommt man irgendwie da so hoch. Ja, da kommt man irgendwie hoch. Ja. Okay. Wissen wir es ja. Da fahren wir erstmal nach da oben hin. Alter! Der geht aber ab. Wo haben wir es denn? Kamera. So, was sind hier in der Nähe noch welche solche Dinger? Ja, aber das hier genau. Guck mal, können wir das nicht direkt nochmal... Ach nee, Moment, können wir direkt nochmal ein Foto machen, weil das Ding im Hintergrund ist auch ein Foto wert. Zwei auf einen Streich. Mehr oder weniger. Die Papageien, wo haben wir die? Die sind irgendwo, ja, die sind ein bisschen weiter weg. Ach, guck mal, da ist so ein Lift. Wofür man auch immer, den man braucht, werden wir später erfahren.
nochmal hier zu der Stelle. Runter. Auf die Treppe, auf eine Treppe fallen, das ist auch immer vollkommen ungefährlich, muss ich dazu sagen. Das weiß man doch. Kann man hier irgendwie... Ah, okay. Hier braucht man unseren kleinen... Oh, shit. Kleinen Freund für. Alter. Leute, der schafft sogar fast hier hoch. Oh, der schafft sogar hoch. Wenn ich nicht so dumm wäre, ne? Ah, komm, das schafft man es doch, oder? Nee. Aber gut. Judy. Armer kleiner Junge, armer kleiner Junge. Kriegst du eine Treppe fest? Oh, wohl. Ich wollte ihn von seinem, ich wollte ihn von seinem Schmerz erlösen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schön ist, in der Treppe festzuhängen. Gut, elektrisiert werden wahrscheinlich auch nicht, aber besser als Treppe. Ich brauche andere Musik. Der Wagen ist sozusagen schon ganz geil. Ich finde auch die Reifen cool mit diesem Logo drauf. Year Proof. Nette, nette Geschichte. So, was wollte ich hier fotografieren? Ah, die Papageien, okay. Nächstes Foto. Ja, 400 Meter, ja, die Sachen, die machen wir später, glaube ich. Ist auch, glaube ich, alles bei, ne, 412, 422, 427, das ist doch alles in so einem Gebiet wahrscheinlich. Machen wir... Ja, die Karre, Mann. Okay, was haben wir hier noch offen? Ich glaube, jetzt haben wir so langsam alles hier abgeschlossen. Was ist das hier? Operationsinformationen, ja genau. So, Pfandhaus, naja. Also Motor können auch irgendwie ein Rennen machen. Auto Elite, naja. Mit Operationen. Stimmt, Mission können wir auch noch machen. Oder was wir. Ich wollte ja eigentlich, glaube ich, das hier machen, ne? Die Geschichte. Weißt du was, da porten wir uns mal hin. Da porten wir uns mal hin. Sieht ja auch echt so aus, wie man sich so ein Unternehmen in Silicon Valley vorstellt. Hier hochklettern, ist ja gewollt von, von Leuten, wenn man hier schon so welche Dinger aus der Wand tragen lässt. Ach stimmt, genau, jetzt weiß ich wieder, wir sollten ja dieses komische Teil für das Kart sammeln. Was können wir eigentlich damit machen? Hello. Got the velocity check. Oh yeah, can't wait to hook it up. Excuse me while I crush a move. Never had a single lesson. Can you tell?
This is great. Is humanity restored? Yeah, it's good. It's all good. Can I just enjoy it without being bothered? What the fuck? Okay. Ja, ich will gerade ein bisschen ausprobieren. What the fucking hell? Okay, ja. Er musste gestoppt werden. Er brachte zu viel Liebe in die Welt. Na gut. Ach, Forschungspunkte haben wir, ne? Ich glaube, wir haben wieder genug für ein Level-Up, okay? Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Warum kann ich nicht bewegen? Egal, komm. Ich probier's jetzt gleich nochmal. Kann man jetzt bewegen? Ne, kann man nicht. Ah doch, kann man. Achso, Fahndung Verdächtiger. Wollen wir das nicht mal vielleicht? Oder nee, wo haben wir denn die Geschichten mit unseren Fernsteuerungen? Ich weiß nicht, warum er jetzt nach... Oh Gott. Also die Steuerung hier funktioniert manchmal nicht so. Ich bin jetzt nach links gegangen und er ist nach oben zu diesem Punkt gegangen. Komm, wir machen mal den Scan für den Heli. So, Momentchen. So, Nase pudern, ne? Und holen wir uns mal ein Auto. Ja, vor allem in einer anderen Farbe. Weil die Farbe gerade einfach mal schwarz. Aber schön, dass hier so viel reingeschickt wurde, dass immerhin tatsächlich ein Krankenwagen kommt. Weil das gab es eigentlich auch schon bei alten GTA-Spielen. Der Farbe gefällt mir der Wagen echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, da ist das Go-Kart-Ding. Ja, wollen wir einfach mal durch die Gegend fahren und gucken, was währenddessen passiert. Ich meine, wir waren schon mal hier in der Gegend. Wir waren nur nicht hier wirklich. Und hier gibt es noch so ein Ding hier. Gibt es das auch hier? Oder haben wir es so entdeckt? Oder wie ist das? Oder wo ist das? Oder was ist das? Hier ist noch Geld. Irgendwie übersehen. Was ist eigentlich das hier nochmal? Hauptoperation. Ach, okay. Nee. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt dahin fahren wollen, weil das ist schon weit weg. Ach komm. Ich meine, wir sind noch am Anfang des Spiels, also relativ am Anfang. Ich finde, da kann man noch so ein bisschen die Welt so, ne, anschauen sich und so was. Und später im Spiel erstmal so wirklich aktiv anfangen, die Schnellreise zu benutzen. So mache ich das zumindest in anderen Spielen. In anderen Open-World-Spielen. Erstmal so ein bisschen frei durch die Gegend laufen und so was und nicht immer die ganze Zeit hin und her teleportieren. Natürlich später im Spielverlauf, wenn man an Orten. Zu Orten hin muss, wo man schon war, kann man das natürlich gerne machen und so. Mache ich auch gerne, aber ich meine, die Entwickler haben sich ja Mühe gegeben, die Welt zu designen und so. Kann man da auch schon durch die Gegend fahren oder nicht? Das ist ja das Mindeste, was man tun kann. Und auch wenn das Fahrgefühl hier tatsächlich nicht so das Beste ist, was ich ja schon tausendmal erwähnt habe eigentlich, muss ich doch sagen, das Anschauen der Stadt ist, was so irgendwie rausreißt. Also der Grund, warum man tatsächlich durch die Gegend fahren will. Also nicht das Fahren selbst wegen, sondern wegen der Stadt halt. Denn die sieht schon sehr, sehr imposant aus.